Danke für das Loblied. Bitte ließ Gott werden. Jehova sagte zu mir, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wenn man mit einer Mutterkuh leben will, muss man ein Nachkomme einer Mutterkuh sein. Wenn man mit einer Hirschmutter leben will, muss man ein Nachkomme eines Hirsches sein. Wenn man mit einer Adlermutter zusammenleben will, muss man ein Nachkomme einer Adlermutter sein. Wenn man mit einer Phönixmutter zusammenleben will, muss man ein Nachkomme eines Phönix sein. Wenn man mit Gott zusammenleben will, muss man ein Kind Gottes werden. In dieser Stunde werde ich euch wahrhaftig zu Göttern machen. Lies bitte Wort Gott vom Anfang. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Bevor Himmel und Erde geschaffen wurde, bevor irgendetwas existierte, existierte das Wort. Dieses Wort ist Christus und Christus wohnte bei Gott. Er ist jemand, der schon vor der Erschaffung des Himmels und der Erde existierte. Er, Christus, ist Gott. Er ist derjenige, der alles erschaffen hat und es gibt nichts, was existiert, was er nicht erschaffen hat. Am Anfang war das Wort. Anstatt zu sagen, am Anfang war Gott, heißt es hier, war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Weiter. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Es gibt auch kein Geschöpf, das nicht vor ihm offenbar ist, sondern alles ist nackt und offen vor seinen Augen, des Wortes Gottes, mit dem wir es zu tun haben. Ja, dieses Wort Gottes war bei Gott und er erschuf genauso das Universum. Daher ist das Wort Gottes der lebendige, sich bewegende, allmächtige Gott, der das Universum erschaffen hat, der Dinge in die Existenz bringen und auch Dinge aus der Existenz herausnehmen kann. Weiter. Gottes Wort ist lebendig und strotzt vor Kraft. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und kann die Gedanken und sogar die Wünsche in unseren Herzen durchdringen und alle ihre Absichten offenbaren. Das Wort Gottes kennt alle Menschen ganz gleich, wer oder wo sie sind. Vor unserem lebendigen Wort Gottes ist alles wie nackt und offen vor ihm. Es gibt kein einziges geschaffenes Wesen, das sich vor den Augen des Gottes Wort verstecken kann. Daher wird die Zeit kommen, in der wir nicht anders können, als alles vollständig vor dem Wort Gott zu beichten, was wir auch tun. Ja, weil dieses Wort Gottes im Fleisch kam, war es Christus. Und weil dieses Wort Gottes in Form eines Buches kam, ist es die Bibel von heute geworden. Als nächstes, wie wird man ein Gott? Niemand im Himmel, auf der Erde oder im Universum kann sich gegen dieses Wort Gottes behaupten. Weil er der Gott ist, der das ganze Universum erschaffen hat, wagt es niemand, sich mit ihm anzulegen. Aber für diejenigen, die dieses Wort Gottes in ihr Herz aufnehmen, wird das Wort Gottes in sie eintreten und für immer mit ihnen leben. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ja, es wird gesagt, dass dieses allmächtige Wort Gottes, der Himmel und Erde erschaffen hat, zu denen, die ihn annehmen, eintreten, mit ihnen speisen und ewig mit ihnen in einem Körper leben wird. Er, jeder, der das Wort Gottes annimmt, ist eine Gottheit, Gott. Und die Schrift, das Wort Gottes, kann nicht gebrochen werden. Ja, das ist die Formel, um ein Gott zu werden. Wer das Wort Gottes annimmt, das den Himmel und die Erde erschaffen hat, wer dieses Wort Gottes annimmt, das das ganze Universum am Anfang erschaffen hat und alles mit dem Vater regiert, der wird ein Gott werden. Weiter.
Deshalb sind diejenigen, die das Wort Gottes empfangen, auch ein Gott geworden, was bedeutet, dass sie wie Gott nicht sterben werden. Außerdem werden alle Worte, die aus dem Mund eines Menschen kommen, der mit dem Wort Gottes eins geworden ist, nicht zu Boden fallen und werden sich ganz sicher fühlen. Weil sie ein Gott geworden sind, werden sich ihre Worte erfüllen. Ja, wenn sie das Wort Gottes empfangen, werden sie zu einem Gott. Deshalb wird für Menschen, die das Wort Gottes empfangen haben und zu Göttern geworden sind, alles wahr, was sie sagen. Ich werde Ihnen also einige Beispiele von Menschen geben, die tatsächlich zu Göttern wurden. Moses. Moses besiegte das riesige ägyptische Volk ganz allein mit seinem alten Körper. Als er sagte, Fliegen, kommt heraus, erschienen dunkle Fliegenschwärme. Und als er sagte, Frösche, kommt heraus, war der gesamte Palast des Pharaos komplett mit Fröschen bedeckt. Die Menschen konnten vor lauter Fröschen und Fliegen nicht einmal mehr essen. Und als er sagte, Dunkelheit, komm heraus, fiel mitten am Tag pechschwarze Dunkelheit über das Land. Wenn Mose als Mensch gesagt hätte, Fliegen, kommt heraus, wären sie dann erschienen? Nicht eine einzige Fliege wäre erschienen. Glauben Sie, dass Mose ein Gott wurde? Weil er ein Gott wurde, gehorchte ihm die ganze Schöpfung. Josua, Sie wissen sehr gut, dass er die Sonne zum Stillstand brachte. Als Josua rief, Sonne, hör auf, dich zu bewegen! Mensch, hör auf, dich zu bewegen! Wenn er so schrie, würde die Sonne dann stillstehen? Nein, das würde sie nicht. Die Sonne, die 1,3 Millionen Mal größer ist als die Erde, bewegt sich schneller als eine Gewehrkugel. Würde sie aufhören, sich zu bewegen, nur weil Josua, ein menschliches Wesen, sie anschrie? Aber weil Josua das Wort Gott des Anfangs empfing und zu einem Gott wurde, gehorchte ihm die Sonne sofort. Glauben Sie, dass Josua ein Gott wurde? Es ist ganz einfach. Auch Hesekiel. Es war so lange her, dass viele Armeen gegeneinander gekämpft hatten und so gab es hier einen Beinknochen, dort einen Armknochen und dort einen Schädel. Und unter diesen Umständen sagte Hesekiel, Knochen, kommt zusammen! Und sie kamen plötzlich zusammen. Nur weil Hesekiel, ein Mensch, sagte, Hey Knochen, kommt zusammen, würden all diese alten Knochen, die über den Berg, das Feld und den Bach verstreut waren, zusammenkommen? Glauben Sie, dass Hesekiel wirklich zu einem Gott wurde? Ich glaube es. Alle gehen auf den Markt. Warum kann ich nicht auch auf den Markt gehen? Da alle auf den Markt gehen, sollte ich auch gehen. Ist es nicht so? Es ist so einfach. Das haben Sie bereits im großen Seminar gelernt, aber Sie werden es noch einmal lernen. Weiter. Henoch, Moses und Elia, die alle in den Himmel aufgestiegen sind, wurden eins mit dem Wort Gottes, weshalb sie zu Göttern wurden, die nicht sterben können und in den Himmel kamen. Ja, es war unvermeidlich, dass Henoch, Mose und Elia in den Himmel aufsteigen würden. Weil sie zu Göttern geworden waren, mussten sie zu Gott gehen. Weiter. Selbst diejenigen, die das Wort Gottes empfangen haben und auf dieser Erde gestorben sind, Elisa, Johannes, der Täufer und alle Heiligen aller Zeiten, werden nicht sterben, sondern auferstehen und ewig mit dem Wort Gottes im Himmel leben, denn sie alle wurden zu Göttern. Du wirst nicht zulassen, dass deine Heiligen, die zu Göttern geworden sind, das Verderben sehen. Diejenigen, die das Wort Gottes empfangen haben und zu Göttern geworden sind, während sie noch leben, werden plötzlich wieder auferstehen, selbst wenn sie sterben. Deshalb werden Menschen wie Johannes der Täufer und Elisa, die enthauptet wurden oder an einer Krankheit starben, plötzlich wieder auferstehen. Auch sie werden unweigerlich mit dem ewigen Wort Gottes leben. Sie werden also nicht zulassen, dass ihre Heiligen, diejenigen, die zu Göttern geworden sind, die Vergänglichkeit erfahren. Menschen, die zu Göttern geworden sind, werden niemals die Vergänglichkeit erfahren. Selbst wenn sie sterben, werden sie wieder auferstehen und zu Gott gehen. Diejenigen, die die Bibel missbrauchen. Die Welt benutzt derzeit die Bibel, das Wort Gottes, um andere anzugreifen, um Menschen anzugreifen, die sie hassen. Sie benutzen sie auch, um ihre Meinung durchzusetzen, um andere zu bedrohen und um Geld für sich selbst zu sammeln. Ist das nicht so?
Es steht geschrieben, dass solche Menschen die göttliche Strafe erhalten werden. Dies ist kein Buch. Dies ist Gott. Bitte lesen Sie. Denn ich bezeuge allen, die die Worte der Prophezeiung dieses Buches, der Bibel, hören, dass wenn jemand zu diesen Dingen dem Wort hinzufügt, Gott ihm die Pein zuteilen wird, die in diesem Buch der Bibel geschrieben steht. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen aus dem Buch des Lebens und aus der heiligen Stadt und von dem, was in diesem Buch geschrieben steht. Ja, es gibt viele Menschen, die das Wort Gottes spalten, trennen und ausschneiden, wie es ihnen gefällt, und es nach ihren eigenen Bedürfnissen ausbeuten. Aber dieses Wort Gottes ist der Gott, den kein Mensch verändern kann. Es ist keine Aneinanderreihung von Buchstaben. Es ist Gott. Daher kann dieser Gott nicht rücksichtslos geteilt, abgetrennt oder herausgeschnitten werden. Weiter. Aber sie werden nie wieder sagen, die Botschaft Jehovas. Denn die einzige Botschaft, die sie sprechen, sind ihre eigenen Worte. Sie haben die Worte unseres Gottes, des lebendigen Gottes, des Herrn, des Allmächtigen verändert. Dies ist die Botschaft Jehovas. Weil sie es eine neue Botschaft von Jehova genannt haben, obwohl ich ihnen gesagt habe, dass sie diese Worte nicht benutzen, missbrauchen sollen, werde ich sie aufheben und von mir wegwerfen, zusammen mit dieser Stadt, Erde, die ich ihren Vorfahren und ihnen gegeben habe. Ungnade wird nie vergessen werden. Ja, es heißt, dass das Wort Gottes nicht leichtfertig verwendet werden soll. Aber wenn eine unzureichende Menge an Geldopfern gesammelt wird, verwenden sie das Wort, um streng zu sagen, Gott wird dich verfluchen. Und wenn die Menschen nicht auf sie hören, sagen sie, ihr müsst euch mit Furcht und Zittern zu Gott begeben. Hört auf die Worte des Dieners Gottes. Auf diese Weise nutzt jeder das Wort Gottes zu seinem Vorteil aus. Es steht geschrieben, dass solche Menschen mit Sicherheit von der göttlichen Strafe getötet werden. Das Wort Gottes ist in keiner Weise etwas, das ein Mensch teilen, aussondern und für seine eigenen Zwecke vereinnahmen kann. Weil alle religiösen Menschen auf der Erde dies tun, steht geschrieben, dass sogar die Erde in den Tod getrieben wird. Der Standard der Erlösung. Auf das Gesetz, 10 Gebote und auf das Wort, Wort des Testaments. Wenn sie nicht nach diesem Wort reden, dann ist kein Licht des ewigen Lebens in ihnen. Jes 8,20, und sie werden sterben. Das Testament Jesu ist wahrlich der Geist der Prophezeiung. Ja, der Standard der Erlösung wird hier erwähnt. Genauso wie es die 3 Bedingungen für das ewige Leben gibt, gibt es auch einen Standard für die Erlösung, der erfüllt werden muss. Dieser Standard lautet, sie sollen dem Gesetz und dem Wort des Testaments gehorchen. Wenn das, was sie sagen, nicht mit diesen Worten übereinstimmt, werden sie das Morgenlicht des ewigen Lebens nicht sehen und werden sterben. Was ist dann das Gesetz? Das Gesetz sind die 10 Gebote. Natürlich müssen sie die 10 Gebote einhalten. Und was ist das Wort des Testaments? Das Wort des Testaments ist der Geist der Prophezeiung. Die Welt hat davon keine Ahnung. Heutzutage legen die Menschen die Bibel aus, wie sie wollen, und wegen solcher Auslegungen gibt es so viele Versionen der Bibel. Aber die, die ich hier bei mir habe, wurde vor 110 Jahren von der britischen Bibelgesellschaft veröffentlicht. Ein Engländer kam nach Seoul und gründete die britische Bibelgesellschaft. Und auf Wunsch des koreanischen Volkes wurde dieses Buch veröffentlicht. Da die Menschen nicht daran herumgepfuscht haben, ist das Buch sehr nah an der ursprünglichen Version der ursprünglichen Sprache. Das koreanische Alphabet in diesem Buch ist also nicht das typische moderne koreanische Alphabet, sondern das alte koreanische Alphabet, das von dem großen König Sejong erfunden wurde. Sie müssen also Chinesisch können, um es lesen zu können. Da es voller chinesischer Schriftzeichen ist, kann es nicht jeder lesen. Und hier steht es genau geschrieben. Das Testament von Jesus ist der Geist der Prophezeiung. Lassen Sie mich das, was ich gerade gesagt habe, vereinfachen. Es gibt 3 Bibeln in dieser Welt. Die Welt denkt, dies sei die einzige Bibel, die es gibt, und sie tragen sie immer mit sich herum und streiten sich. Aber Henoch, Noah, Abraham oder Elias haben diese Bibel nicht einmal gesehen. Und doch lebten sie ein heiligeres Leben als wir und sind dann aufgestiegen. Wenn es also diese Bibel nicht gab, wie konnten sie dann aufsteigen? Sie waren in der Lage, die erste Bibel zu lesen. Was ist die erste Bibel?
Es ist die Bibel, die Gott persönlich über die gesamte Schöpfung im Universum geschrieben hat. Und so heißt es im Römerbrief Kapitel 1, Vers 20, dass die unsichtbaren Dinge, die er, Gott, seit der Erschaffung der Welt getan hat, werden durch die Dinge, die gemacht sind, deutlich sichtbar. Seit dem Beginn der Schöpfung hat niemand Gott je gesehen. Aber es heißt, dass wir Gott inmitten der Schöpfung sicher begegnen werden. Die Menschen wurden jedoch unfähig, die erste Bibel zu lesen, die Gott persönlich geschrieben hatte. Sie wurden zunehmend blind, taub und degeneriert. Aus Frustration und Mitleid schrieb Gott sie in Worte und bat uns, sie zu lesen und daraus zu lernen. Dies war die zweite Bibel, die er uns gab. Das war es, was Moses vor 3600 Jahren aufschreiben sollte und was von den Propheten niedergeschrieben wurde, woraus das 66-bändige Buch wurde, das heute existiert. Aber die Menschen können nicht einmal das verstehen. Und jeder ist damit beschäftigt, das auszunutzen. Der Geist der Weissagung ist also das, was uns als Neuinterpretation der Bibel gegeben wurde. Es ist die dritte Bibel. Niemand weiß, dass es in dieser Welt drei Bibeln gibt. Sie tragen nur dieses Buch mit sich herum und bekämpfen sich ständig gegenseitig. Diese Bibel wurde von Dämonen und Menschen manipuliert und ist derzeit unlesbar. Solange der Autor nicht herunterkommt, um sie für uns zu interpretieren, gibt es keine Möglichkeit, sie zu verstehen. Wie ist dann die dritte Bibel entstanden? Vor etwa 180 Jahren, im Jahr 1844, kam Gottes Heiliger Geist zu einem 17-jährigen Mädchen mit dem Nachnamen White, das eine protestantisch-methodistische Kirche in den Vereinigten Staaten besuchte und sagte ihr, Gottes Kirche muss die 10 Gebote halten und die Heiligen, die zu Gott kommen werden, können nur in dem Himmel aufsteigen, wenn sie wie Jesus leben. Über 50.000 Seiten seines Wortes wurden ihr gegeben. Und diese Lektionen sind die dritte Bibel, der Geist der Weissagung Bücher. Ja, weil wir so unfähig waren, sie zu verstehen, wurde der Geist der Weissagung, die dritte Bibel, uns gegeben. Und sie wurde einer 17-jährigen Protestantin gegeben, die die Methodistenkirche in den Vereinigten Staaten besuchte. Ihr Name war ursprünglich Ellen Gold Harmon. Aber als sie heiratete, nahm sie den Nachnamen ihres Mannes an und wurde Ellen G. White. Es ist reine Zeitverschwendung, dies näher zu erläutern, daher werde ich hier aufhören. Der Heilige Geist kam zu Mrs. White und sagte, die Kirche Gottes muss die 10 Gebote halten. Dieses Mädchen hatte den Sonntag als Sabbat gehalten, aber die Heiligen, die zu Gott kommen werden, können nur in den Himmel aufsteigen, wenn sie wie Jesus leben. Sie erhielt diese neue dritte Bibel. Und in diesem Buch stehen alle Lehren über die Ernährung derer, die in den Himmel aufsteigen werden, was sie essen sollten, wie sie schlafen sollten und wie sie das Leben eines Heiligen führen sollten. Weiter heißt es, sie müssen wie Jesus leben, wie Jesus werden. Und auf diesen 50.000 Seiten wird die Liebe von Gott, dem Vater, gelehrt. Die Welt von heute stellt sich Gott, den Vater, als ein furchterregendes Wesen vor, das die Menschen mit feurigen Augen ansieht, wenn sie es richtet und tötet. Und als den Gott, der die Menschen mit Schwefelfeuer verbrennen will. Aber in diesen Büchern wird detailliert beschrieben, dass Gott, der Vater, uns mit einer Liebe liebt, die größer ist als die Liebe Jesu. Also lieben sie Gott nicht? Sind sie nicht eins mit ihm geworden? Haben sie sich nicht mit ihm angefreundet? Sie haben eine intime Vater-Sohn-Beziehung zu ihm aufgebaut. Das ist das Licht aus dem Geist der Prophezeiung. Wenn es die dritte Bibel nicht gäbe, hätten sie alle vor Angst vor Gott gezittert und wären gestorben, nur weil sie Jesus angerufen haben. Außerdem, die Menschheit ist eine einzige Abstammung, eine Familie, unabhängig von Rasse und Konfession. Dies sind 50.000 Seiten wertvoller Worte, die ihnen gegeben wurden, damit sie ohne Zweifel in den Himmel aufsteigen können. Daher ist das Leben nach den Worten des Gesetzes und des Testaments, die die Worte der 10 Gebote und des Geistes der Weissagung sind, der Standard der Erlösung. Haben Sie das verstanden? Deshalb sagte Jesus, dass es in den letzten Tagen der Erde so sein wird wie in den Tagen Noahs. Damals starben alle 5 oder 6 Milliarden Menschen und nur 8 überlebten. Es wird sein wie in den Tagen Noahs. Das bedeutet, dass es nur wenige Menschen geben wird, die den Standard der Erlösung erreichen. Es ist eine große Anzahl von Menschen hier versammelt. Ich hatte großen Erfolg. Und so gibt es keine größere Bibel als diese. Alles endet mit dieser dritten Bibel.
Sie wurde ursprünglich der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten geschenkt. Aber die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten wurde korrupt und warf alles weg, weil sie es nicht mehr brauchte, und ließ Ellen G. White nach Australien verbannen. Und weil sie dem Dämon gefolgt sind, haben sie am Ende den Jackpot geknackt. Meinen Glückwunsch an Sie! Die Bibel ist kein Buch, das man erforschen sollte. Die Bibel ist kein gewöhnliches Buch. Sie ist das Wort Gottes von Anfang an. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, als der eingeborene Sohn Christus des Vaters. Und das Wort kam zu mir in Form eines Buches. Es ist die Bibel. Ja, Sie sollten sie niemals als Buch betrachten. Haben Sie das verstanden? Deshalb ist die Bibel kein Buch, das man erforschen kann. Sie ist von Anfang an das Wort Gottes, aus dem die Menschen lernen sollten. Die Bibel ist etwas, das Sie niemals erforschen sollten. Sagt heutzutage nicht jeder, dass er die Bibel erforscht. In den Theologieschulen wird über die Bibel geforscht und sogar Pastoren behaupten, sie würden die Bibel erforschen. Aber das sollten sie nicht tun. Wer kann Gott erforschen? Wie anmaßend sind die Menschen heutzutage, die hemmungslos angeben, die Bibel zu erforschen. Die Bibel ist kein Objekt, das man erforschen kann, als wäre es eine Pflanze oder ein Insekt. Die Bibel ist kein Objekt, das man wie eine Pflanze oder ein Insekt erforschen kann. Wie kann Gott erforscht werden? Die Bibel ist der große Gott, der am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat. Wer kann es also wagen, sie zu erforschen? Solche Leute werden alle wegen ihrer Gotteslästerung umkommen. Genau wie in den Tagen Noahs werden sie alle untergehen, ohne dass ein Same übrig bleibt. Jeder, der die Bibel erforscht. Wie können sie dann die Bibel lernen? Der Weg, die Bibel zu lernen. Diejenigen, die die Bibel ernsthaft lernen wollen, sollten ihre Seiten nicht achtlos und gedankenlos aufschlagen. Zuerst sollten sie sich mit der Bibel vor sich hinknien und ernsthaft beten, wie Samuel es tat. O Jehova, bitte sprich, ich werde gehorchen. Und erst wenn ihre Herzen mit Heiligkeit erfüllt sind, sollte sie die Bibel aufschlagen, ihre Lehre einnehmen und ihr bedingungslos gehorchen. So habe ich die Bibel immer gelernt und so habe ich der Welt beigebracht, was ich gelernt habe. Da diese Bibel von dem großen Gott handelt, der das Universum erschaffen hat, sollte sie niemals leichtfertig geöffnet werden. Jeder, der ernsthaft aus dieser Bibel lernen will, sollte sie vor sich hinlegen, vor ihr niederknien und wie ein Samuel beten. O Jehova, bitte sprich, ich werde gehorchen. Erst wenn ihr Herz auf diese heilige Weise vorbereitet ist, sollten sie sie öffnen. Sie sollten sie niemals unbedacht öffnen. Wenn Sie das tun, dann wird diese Bibel, das Wort Gottes, Sie persönlich lehren. Auf diese Weise habe ich die Bibel gelernt und ich habe die Welt gelehrt, was ich gelernt habe. Ich bin jemand, der nicht einmal den Hintereingang einer theologischen Schule betreten hat. Ich bin ein ungebildeter Mensch, der noch nicht einmal eine Schule in der Welt besucht hat. Aber meine Freunde, die an angesehenen Universitäten studiert haben und hohe Ämter in Korea oder in der Gesellschaft bekleiden, sagen, ich sei sehr gebildet. Ich werde so gelobt, weil ich aus dem Wort Gottes gelernt habe, der Himmel und Erde erschaffen hat und der unendliche Weisheit und Wissen besitzt. Wie Sie sehr gut wissen, habe ich noch nicht einmal den Hintereingang einer theologischen Schule gesehen. Und ich habe noch nicht einmal eine Schule in dieser Welt besucht. Ich bin ein völlig unwissender Mensch. Aber meine Freunde, die Absolventen von Spitzenuniversitäten sind, sagen, ich sei sehr gebildet. Und warum? Weil ich aus dem Wort Gottes, der das Universum erschaffen hat, gelernt habe. Das können Sie nicht anders sagen. Weiter. In den 1970er Jahren, als ich in meinen 30ern war und meine drei Kinder großzog und in einem abgelegenen Tal des Berges Jeri Landwirtschaft betrieb, erhielt ich jeden Tag bei Sonnenaufgang 3 bis 5 Stunden lang Privatunterricht von einem Soldaten. Aber der Beistand, der Heilige Geist, den der Vater in meinen Namen senden wird, der wird sie alles lehren. Der Beistand, der Heilige Geist, wurde mein persönlicher Tutor und machte mich zu dem Sohn, der ich heute bin. Ja, in der Bibel hat Jesus deutlich gesagt, der Beistand, wahrhaftig der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, er wird sie alles lehren. Er wird sie alle Geheimnisse und Offenbarungen des Himmels und der Erde lehren. Dies ist die Heilige Schrift, die mir zugekommen ist. Als ich meine drei Kinder in einem abgelegenen Tal des Berges Jeri aufzog, erhielt ich jeden Tag bei Sonnenaufgang 3 bis 5 Stunden Nachhilfeunterricht. Deshalb bin ich in der Lage, der Welt selbstbewusst zu vermitteln, was ich gelernt habe. Weiter.
Wenn Sie die Geschichte der Menschheit, die Geschichte der Erde durchforsten, gibt es dann unter den Menschen, die Gottes heilige Vorsehung in jeder Epoche glorreich erfüllt haben, auch nur eine einzige Person, die Gottes Vorsehung erfüllt hat, indem sie an einer menschlichen Theologieschule studiert oder von einem menschlichen Lehrer gelernt hat? Versuchen Sie, einen zu finden. Ja, an welcher theologischen Schule haben die Menschen studiert, die Gottes große, glorreiche Vorsehung erfüllt und die Welt in den Jahrtausenden der Geschichte verändert haben? Welche theologische Schule hat Henoch absolviert? Welche theologische Schule hat Noah absolviert? Welche theologische Schule hat Elia absolviert? Welche theologische Schule hat Johannes der Täufer absolviert? Welche theologische Schule hat Jesus absolviert? Bevor sie auszogen, um die Welt zu retten, wurden sie alle von Gott auf dem Land und in den Bergen privat unterrichtet. War einer von ihnen Absolvent einer theologischen Schule? Die Männer Gottes, die Gottes glorreiche Vorsehung erfüllten, hatten keinen Abschluss an einer theologischen oder weltlichen Schule. Der Beistand Gottes, dein Gott, wird zu dir kommen und dich alles lehren. Sie lernten alle aus dem Wort Gottes und erfüllten dann Gottes große Vorsehung. Ist das nicht so? Heutzutage heißt es, dass man nur Pastor werden kann, wenn man einen Abschluss an einer Theologieschule gemacht hat. Aber Gott hat noch nie einen Menschen eingesetzt, der einen Abschluss an einer Theologieschule gemacht hat. In den letzten Tagen dieser Erde, wenn die Bevölkerung am größten ist, wenn die Sünde am weitesten verbreitet ist, wie kann Gott dann nicht noch einmal einen Retter schicken? Wie könnte Gott, der in jedem Zeitalter einen Mann Gottes geschickt hat, um die Welt zu retten, in den letzten Tagen dieser Erde, zu einer Zeit, in der die Bevölkerung am höchsten und die Sünde am weitesten verbreitet ist, nicht den Sohn schicken, den er vorbereitet hat? Er wird ihn auf jeden Fall schicken, nicht wahr? Bitte lesen Sie weiter. Der Herr Jehova tut nichts, wenn er seine geheimen Ratschläge nicht seinen Dienern, den Propheten, offenbart. Wenn Gott seine Vorsehung ausführt, lässt er sie immer zuerst durch seinen Propheten verkünden. Ich werde dieses Werk tun. Ich werde richten. Ich werde retten. Und dann tut er es. Es gibt nichts, was er unentschlossen oder im Geheimen tut. Er legt alles offen dar und lässt es das ganze Universum wissen. Deshalb heißt es, der Herr Jehova tut nichts, es sei denn, er offenbart seinen Knechten, den Propheten, seinen geheimen Ratschluss. Weiter. Kurz vor dem endgültigen Gericht über die Erde wird Gott sicherlich den Sohn senden, den er persönlich vorbereitet hat, um die Erlösung zu vollenden. Erst dann wird er dem Ganzen ein Ende setzen. Glauben Sie, dass es so kommen wird? Bevor alles zu einem Ende kommt, wird Gott sicherlich seine letzte Gnade gewähren. Weiter. Es steht geschrieben, dass es nur einen Gott, einen Herrn und einen Glauben gibt. Warum gibt es dann so viele Konfessionen auf der Welt? Das liegt daran, dass die Menschen Gott beiseite schieben, sich hinsetzen und unter dem Vorwand, die Bibel zu erforschen, Lehren aufstellen. Das ist der Grund, warum es so viele Konfessionen gibt. Hätten wir die Bibel direkt von Gott gelernt, so wie es unsere Vorgänger im Glauben und Jesus taten, gäbe es auf der ganzen Welt nur eine einzige Konfession. Folglich gäbe es keine Konfessionen, die sich gegenseitig bekämpfen. Die ganze Welt wäre eine einzige Bruderschaft und eine sehr glückliche Familie. Ja, wenn es einen Gott, einen Jesus und einen Glauben gibt, was ist dann mit den Konfessionen? Es sollte nur eine Konfession geben. Warum gibt es dann so viele Konfessionen, die sich gegenseitig zerbeißen und zerfleischen? Das ist das Ergebnis von inkompetenten Menschen, die sich hinsetzen und unter dem Vorwand, die Bibel zu erforschen, Lehren aufstellen. Gott hat niemals solche Lehren gegeben. Deshalb gibt es so viele Konfessionen, die sich gegenseitig zerfleischen, zerreißen und bekämpfen. Wie leben wir dann heute? Brüder aus 10 Ländern haben sich hier versammelt. Aus den Vereinigten Staaten, Japan, Korea, Brasilien, den Philippinen, Russland, Usbekistan, Taiwan, Dänemark und China, die zu einer Familie geworden sind und mit größter Freude als Brüder, Schwestern, Onkel und Tanten zusammenleben. Wenn es eine Sprachbarriere gibt, lächeln wir uns mit unseren Augen an. Wir dienen uns gegenseitig und leben in gegenseitiger Liebe, als wahre Brüder und Schwestern. Brüder aus 10 Ländern haben sich hier versammelt. Aber es gibt keinen Streit. Wir sind alle ältere und jüngere Brüder und Schwestern, Tanten und Onkel, nicht wahr? Dies ist die wahre Kirche Gottes.
10 Nationen haben sich hier versammelt und auch wenn es eine Sprachbarriere gibt, lächeln wir uns herzlich an und drücken unsere Liebe mit unseren Augen aus. Wir drücken unsere Liebe aus, indem wir einander dienen und helfen, sodass es überhaupt keinen Streit gibt. Und es ist auch kein Übersetzer nötig. Wir können die Gefühle des anderen erkennen, indem wir uns einfach nur ansehen. Aber in der Welt bekämpfen sich die Bürger desselben Landes so heftig. Glauben Sie, dass ein Leben mit großer Freude wie dieses wirklich die wahre Kirche ist? Und lesen Sie bitte weiter. Aber die koreanischen Rundfunkanstalten berichten, dass die Dolal Nara, die so mit großer Freude als eine Familie leben, Menschen einsperren und zur Arbeit zwingen. Und sie halten Menschen fest, indem sie ihre Pässe konfiszieren. Und sie missbrauchen Kinder mit Zwangsarbeit und verweigern ihnen die Bildung. Und nicht nur das, sie haben 5 kleine Kinder getötet und sie als Opfer dargebracht? Wie kann ein Mensch, der sich selbst achtet, solche Anschuldigungen erheben? Egal wie man die trauernden Eltern tröstet, es ist schwer für sie, ihre Trauer zu überwinden. Aber so etwas zu sagen, wenn sie menschliche Wesen sind, sollten sie auch wie menschliche Wesen leben. Alle Rundfunkanstalten schreien heutzutage, dass wir Menschen einsperren, ihre Pässe konfizieren und sie zur Arbeit zwingen. Wir bilden unsere Kinder nicht einmal aus, wir misshandeln sie nur körperlich und zwingen sie zur Arbeit. Wir haben sogar 5 Kinder getötet und sie als Opfer dargebracht. Brüder, kann ein Mensch, der sich selbst achtet, solche Dinge sagen? Das ist der Grund, warum die Rundfunkanstalten von heute völlig ausgelöscht werden. Wenn sie Menschen sind, sollten sie auch wie Menschen leben. Diese Rundfunkanstalten sind keine Menschen. Und wenn wir diese Produzenten fragen, warum senden sie so einen unglaublichen Unsinn? Ihre Antwort lautet, weil Whistleblower, die von diesem Ort geflohen sind, uns davon erzählt haben. Wenn das so ist, dann sollten sie persönlich hierher kommen und sich selbst ein Bild machen. Ist es okay, nur eine Seite der Geschichte zu hören und sie dann zu senden, ohne irgendetwas davon zu verifizieren? Sie sollten persönlich hierher kommen und ein paar Tage oder sogar einen Monat bleiben und sich selbst ein Bild machen. Wer sind dann die Menschen, die behauptet haben, geflohen zu sein? Bitte lesen Sie weiter. Es sind Leute, die Dinge getan haben, die für einen Dolal Nara Heiligen unschicklich waren und die, nachdem sie jegliches Schamgefühl verloren hatten, aus freien Stücken gegangen sind. Ganz abgesehen davon, dass sie von hier fliehen mussten, hat Dolal Nara alle Flug- und Reisekosten übernommen. Einige von ihnen haben nicht einmal so viel gespendet. Und dennoch haben sie die Frechheit zu sagen, kauft Flugtickets für mich und meine Familie. Und doch bezahlen wir alle ihre Flugtickets und Spesen. Und besonders für Menschen, die sich in einer schwierigen Lage befinden, schicken wir sie mit mehreren tausend Dollar los. Aber dann lügen sie und behaupten, sie seien von hier geflohen. Ist dieser Ort ein Gefängnis, aus dem sie fliehen müssen? Was steht hier in Bezug auf diejenigen, die behaupten, entkommen zu sein? Es sind Menschen, die Dinge getan haben, die für einen Dolal Nara Heiligen unziemlich waren und schamlos waren, aus eigenem Willen zurückgelassen wurden. Stimmt das? Niemand hat sie vertrieben. Sie haben aus eigenem Willen jegliches Schamgefühl verloren. Und dann gab es andere, die sich daneben benahmen, egal wie sehr unsere Brüder sie ermahnten. Wir hatten keine andere Wahl, als sie wegzuschicken. Sie sind diejenigen, die diesen Ort verlassen haben und den Produzenten so unverschämte Lügen erzählt haben. Weiter. Als ich sie dort sitzen sah, während sie von dem Reporter interviewt wurden, war es einfach, sie zu erkennen, ganz gleich, wie verstellt ihre Stimmen waren. Und warum? Weil wir zusammen gewohnt haben. Und doch hat der Produzent ihre unbegründeten Gerüchte in die Welt hinaus posaunt, ohne sie zu bestätigen. Sie saßen vor dem Regisseur und sagten mit verstellten Stimmen, oh, es ist so ein schrecklicher Ort. Aber wir konnten alle erkennen, wer es war. Es sind alles Menschen, die so schlimme Dinge getan haben, als sie hier waren. Jetzt, wo sie alle hier sind, heben Sie bitte die Hand, wenn Sie jemals gesehen haben, wie einer dieser Menschen, die das Land verlassen haben, gewaltsam festgehalten wurde. Wenn Sie jemals gesehen haben, wie wir das Haupttor verschlossen und sie eingesperrt haben. Wir haben nie jemanden zurückgehalten, der gehen wollte. Hunderte von Menschen sind gekommen und gegangen. Auch heute noch können Sie diesen Ort verlassen, wann immer Sie wollen. Und wenn Sie wiederkommen wollen, können Sie das auch. Ist das nicht so? Bitte lesen Sie Dolal Nara der Freiheit und des Glücks. Der Präsident eines bekannten koreanischen Medienunternehmens und seine Frau haben sich die Zeit genommen, über 10 Tage bei uns zu bleiben. Sie besuchten unser fröhliches Konzert im Freien, sangen Lieder und hatten eine sehr angenehme Zeit hier. Und sie veröffentlichten weiterhin Artikel darüber, wie schön Dolal Nara ist. Dieser Ort ist nicht verschlossen. Jeder kann ihn besuchen, um sich auszuruhen oder zu entspannen.
Wir raten Außenstehenden definitiv nicht von einem Besuch ab. Und was steht da? Der Präsident eines bekannten koreanischen Medienunternehmens und seine Frau sind hierher gekommen und haben nicht mit uns gesungen, als wir mit großer Freude bei unserem Konzert im Freien gesungen haben. Und nachdem sie nach Korea zurückgekehrt sind, veröffentlichen sie weiterhin Artikel darüber, wie schön Dolnara ist. Er hat sich aus seinem vollen Terminkalender Zeit genommen, um mehr als 10 Tage mit uns zu verbringen, weil er uns mag. Weiter. Außerdem besuchte der Präsident der koreanischen Journalistenvereinigung 20 Tage lang unsere Niederlassung in Korea und sogar unsere Niederlassung in Brasilien. Und während seines Aufenthalts tauchte er in den Fluss und schwamm mit uns. Und nachdem er nach Korea zurückgekehrt ist, veröffentlicht er weiterhin Artikel über Dolnara in den nationalen und internationalen Medien. Ja, sind Journalisten nicht scharfsinnig? Sie sind außergewöhnlich scharfsinnig. Und doch hat der Präsident der Journalistenvereinigung mehr als 20 Tage damit verbracht, unsere Zweigstellen in Korea zu besuchen. Und er kam auch den ganzen Weg nach New Haven hier in Brasilien und schwamm sogar mit mir. Und nachdem er nach Korea zurückgekehrt ist, schreibt er weiterhin Artikel darüber, wie schön es hier ist. Aber diese Schurken hören bedingungslos auf die Worte von lügnerischen Informanten, ohne die Fakten zu prüfen, und sagen... Und dann sagen sie unsägliche Dinge über uns. Deshalb steht geschrieben, dass der Gott des Himmels diejenigen, die das Wahre als falsch darstellen, mit Sicherheit verurteilen wird. Jeder Medienvertreter, der seinen Kopf von seinem Schreibprojekt frei bekommen möchte, ist mehr als willkommen, hierher zu kommen, um eine Pause einzulegen. Das ist ein Ort, wie wir ihn hier haben. Das bedeutet, dass jeder Journalist, der müde ist und eine Pause von seinem Schreibprojekt braucht, gerne hierher kommen und eine Pause einnehmen kann. Wir werden Ihnen sogar das ganze Haus zur Verfügung stellen, damit Sie sich bequem ausruhen können. Aber Sie sagen, dass dies ein Ort ist, an dem Menschen gefangen gehalten und zur Arbeit gezwungen werden? Die Absurdität verschlägt uns die Sprache. Sehen Sie sich die Gesichter der versammelten Menschen an. Sind das die Gesichter von Menschen, die zur Zwangsarbeit gezwungen wurden? Die hier versammelten Menschen brechen also in einen Tanz aus, wann immer sie die Gelegenheit dazu haben. Können Menschen, die inhaftiert sind und Zwangsarbeit verrichten müssen, so etwas tun? Das ist so unerklärlich. Weiter. Die Sünde, den wahren Gott fälschlicherweise als böse, als Dämon darzustellen und dadurch unzählige Menschen daran zu hindern, zu diesem Gott zu gehen, was ihren Tod zur Folge hat, ist das schlimmste Verbrechen, das jedes andere Verbrechen übertrifft. Deshalb wird der wahre Gott persönlich erscheinen und mit göttlicher Strafe diese Mörder zweifellos beseitigen. Diese Zeit ist nun gekommen. Ja, es ist eine unverzeihliche Sünde, den wahren Gott fälschlicherweise als betrügerischen Dämon darzustellen, sodass zahllose Seelen, die zum wahren Gott gehen und gerettet werden sollen, dies aufgrund der Fehlinformationen nicht tun können, sondern in die Irre geführt werden, ihren Weg verlieren und schließlich sterben. Wissen Sie, wie schwerwiegend dieses Verbrechen des Mordes ist? Es ist die Sünde, die Milliarden von Menschen umgebracht hat. Dafür gibt es keine Möglichkeit der Vergebung. Sie müssen um jeden Preis vernichtet werden. Ganz gleich, wie man es betrachtet, Ihre derzeitigen Handlungen verdienen den Tod. Wie sehr haben Sie die wahren Söhne und Töchter beleidigt, die Prinzen und Prinzessinnen, die von Gott, dem großen König des Universums, gezeugt wurden? Wie sehr haben Sie die Bräute, die Kaiserinnen Jehovas der Heerscharen, schändlich mit Füßen getreten? Sie haben auch den Sohn, der Gott dem Vater gleich ist, durch Ihre falschen Anschuldigungen vertrieben und den Sohn, der auf die Erde kam, getötet. Und durch Ihre falsche Darstellung, die die Menschheit daran hinderte, zu Gott zu gehen, haben Sie alle getötet. Das ist das größte Verbrechen. Ein Verbrechen, das es seit Beginn der Schöpfung noch nie gegeben hat. Sie müssen um jeden Preis vernichtet werden. Weiter. Mit ihren Augen werden sie den Lohn derer, die nur Böses tun, deutlich sehen. Sie werden es deutlich mit ihren eigenen Augen sehen. Genau wie es geschrieben steht, werden sie deutlich sehen, wie sie an der göttlichen Strafe sterben. Ich betrachte das gestrige Fest als das letzte. Ein neues Gericht wird beginnen. Weiter. Dann wird plötzlich Zerstörung über sie kommen und sie werden nicht entkommen. Unseren himmlischen wahren Eltern, die dafür gesorgt haben, dass unsere Dolnara alle Länder, Konfessionen und Rassen überwinden und mit großer Freude als wahre Brüder und eine Familie des Himmels zu leben, bringen wir ewige Dankbarkeit, Anbetung und Herrlichkeit dar.
für immer und ewig. Amen. Diese glückliche Nation ist der Himmel. Fremde, die nicht einmal miteinander kommunizieren können, lieben sich so herzlich. Ist das eine Liebe der Menschen dieser Welt? Ist es eine Liebe, die der Gott des Himmels schenkt? Was sagen diese unmenschlichen Wesen abschließend? Suksun Myung-ho von Dualnaga behauptet, Gott zu sein. Ist das nicht so? Er behauptet, Gott zu sein. Ich behaupte, Gott zu sein, weil ich Gott bin. Es wäre falsch und lächerlich, wenn jemand, der nicht Gott ist, behauptet, er sei Gott. Aber wenn Gott kommt und sagt, ich bin Gott, was ist daran falsch? Was ist falsch daran, wenn ein Mensch sagt, ich bin ein Mensch? Sollte ein Mensch sagen, ich bin ein Schwein? Ich bin ein Schwein. Das wäre doch absurd. Deshalb ist es auch unmöglich, mit kotfressenden Schweinen zu kommunizieren. Sind sie also in dieser Stunde zu Göttern geworden? Durch die Annahme des Wortes Gott des Anfangs wurde Mose zu einem Gott. Josua wurde zu einem Gott. Hesekiel wurde zu einem Gott. Johannes der Täufer wurde zu einem Gott. Und auch ich wurde zu einem Gott. Brüder, sind sie alle zu Göttern geworden? Ich gratuliere Ihnen. Bitte lesen Sie Psalm 2,7. Jehova sagte zu mir, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ja, Jehova Gott kommt und sagt, du bist mein Sohn. Mein Schwein? Du bist mein Sohn, mein Nachkomme, heute habe ich dich gezeugt. Deshalb sind wir Götter. Wenn also eine Kuh ein Kalb zeugt, ist das Kalb dann ein Schwein? Wenn eine Kuh ein Kalb zeugt, dann ist es eine Kuh. Wenn ein Mensch einen Menschen zeugt, dann ist dieser Mensch ein Mensch. Und Gott sagt, dass er sie gezeugt hat. Also wenn sie nicht Gott sind, was sind sie dann? Herzlichen Glückwunsch, dass sie ein Gott geworden sind. In dieser Stunde sind sie alle als Götter geboren worden. Wer hat sie als Götter gezeugt? Ich war es. Deshalb bin ich Real Mom. Habe ich sie jemals darum gebeten, mich Real Mom zu nennen? Sie haben erkannt, dass ich derjenige bin, der sie gezeugt hat. Deshalb nennen sie mich Real Mom. Wir sind wie geschaffen für den Himmel. Ich bin unserem Gott, unseren wahren Eltern, unserem wahren Papa und unserer wahren Mama, die uns eine so große Hölle und eine so große Gnade geschenkt haben, wirklich dankbar. Ihr Götter, sollen wir aufstehen und tanzen? Lasst uns den freudigen Tanz der Götter tanzen. Lied 442. Oh,
사랑하는 아빠, 오늘 80 성수 성탄절을 맞이하여 이렇게 영광스러운 하나님이 되는 대은증의 축복을 허락하신 아빠 너무너무나 감사드립니다. 아빠 80 평생에 우리 엄마의 생애는 이 귀신이 절대 율법을 지킬 수 없다고 그렇게 기만하고 속여왔던 것을 다 부수시고 생애 한 걸음 한 걸음마다 율법을 완벽하게 지켜내시면서 흠도 점도 없는 생애로 완전한 승리를 하셨습니다. 아빠 이러한 승리하신 생애로 우리는 새 생명을 얻게 되었고 우주는 부활하게 되었습니다. 우주는 영원히 숨을 쉬면서 율법을 수호하고 지키면서 살게 되었습니다. 너무너무나 감사드립니다. 오늘 또한 너희는 하나님이 되어라고 아빠 우리를 완전한 하나님의 천으로 완전하게 이끌어주셔서 감사드립니다. 소가 소를 낳고 말이 말을 낳고 새가 새를 낳지 하나님이 낳으면 하나님이지 아빠 이 귀신이 떠드는 소리 다 진문개해버리시고 완벽한 복수를 하게 해주심을 너무너무나 감사드립니다. 아빠 감히 하나님을 대적하고 하나님을 해코지 하려고 했던 이 못된 귀신과 귀신의 시종자 그 사주를 받은 것들 우리 하나님 영광스럽게 이제 높여주셔서 통쾌한 역사가 이제부터 시작될 수 있도록 아빠 윤호하여 주시옵소서. 인성의 사역은 다 끝났다고 이제부터 신성의 사역을 시작한 것을 저것들은 눈치도 못 챈다고 말씀해 주신 것처럼 이제부터 우리 하나님의 프로그램대로 대영광 받으실 수 있도록 하여 주옵시고 신나는 역사가 시작될 수 있도록 아빠 윤호하여 주시옵소서. 아빠 얼마나 이 시간에 대축복의 말씀을 주셨습니까? 하나님 되는 방법을 알려주시고 구원의 표준을 알려주시고 성경 배우는 법을 알려주시고 돌나라가 얼마나 자유의 행복 넘치는 그런 나라인 것을 이 시간 알려주시면서 이 못된 것들 가짜뉴스를 퍼뜨려서 이렇게 행복하고 자유로운 이런 곳을 어떻게든지 해하려고 해파하려고 달려들었던 이것들 반드시 싹 죽일 거라고 말씀해 주신 대로 이제부터 신나게 차곡차곡 심판을 베풀 수 있도록 아빠 윤호하여 주시옵소서. 우리 엄마께 최고의 기쁨과 행복을 안겨드리는 신성의 발걸음이 이어질 수 있도록 인도해 주실 아빠께 감사드리옵고 대승리하신 우리 엄마 거룩하신 성으로 기도했습니다. Lasst uns mit Hurra enden. An unsere himmlischen wahren Eltern, die uns als unverwechselbare Götter gezeugt haben. Hurra! 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 Auf unsere wahren Eltern, die es uns ermöglicht haben, für immer mit unseren himmlischen Eltern zusammenzuleben. Hurra! 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 Herzlichen Glückwunsch!